Ich bin hier auf dem IFA-Stand von Samsung. Der Jan Schüssler, der wird uns hier mal etwas rumführen und mir so ein paar Neuheiten und Besonderheiten hier von neuen Produkten von Samsung zeigen. Da ist so einiges dabei, AI und Co. Seid gespannt, auf geht's. Hier siehst du auf der rechten Seite haben wir sämtliche Partnerprodukte ausgestellt, die im SmartThings-Bereich in unser System eingebunden sind. Das ist, wie du siehst, Akara, das ist aber auch Nest, das sind Videotürklingeln, aber auch IKEA-SmartThings-Produkte, die in unserem System ganz einfach eingebunden werden können. Und du siehst, die Vielfalt ist wirklich riesig. Das sind Thermostate, Kameras, smarte Türklingeln, also alles, was du für dein Smart Home wunderbar gebrauchen kannst. Samsung kann auch smarte Kühlschränke und der Jan, der zeigt uns jetzt mal, was so ein Kühlschrank von Samsung drauf hat. Das ist nice. Ja, das ist unser neuestes Modell, side by side mit zwei Türen und er hat nicht nur ein schönes großes Display, das mir auch den Kalender anzeigen kann. Ich kann im Internet surfen, zeigt mir das Wetter an, die Uhrzeit, meine Lieblingsfotos. Nee, ganz besonders smart und dafür schauen wir mal ganz kurz rein. Hier sind auch Kameras verbaut, sowohl hier als auch in der Tür. Und mit der integrierten AI erkennen diese Kameras, ob ich ein Produkt hineinlege oder herausnehme. Und das kann ich dann auch von unterwegs mit der passenden App und kann dann sehen, wann Artikel in den Kühlschrank hineingelegt wurden. Das Ganze wird mir dann auch hier zum Beispiel an dieser Soße mit einem Datum markiert. Das heißt, ich weiß genau, wann habe ich die reingelegt und der Kühlschrank vergleicht das dann auch. Das heißt, wenn die Tür wieder geschlossen ist, macht er nochmal ein Abgleichfoto und so weiß ich dann, was noch im Kühlschrank ist und was nicht mehr drin ist. Sehr geil. Das kann ich von überall aus. Das kannst du von überall, weil die AI das auf das Smartphone überträgt und dann kann ich immer einen Überblick haben, was ich noch im Kühlschrank habe. Sehr nice. Als nächstes möchte ich euch den Galaxy Ring zeigen. Ich habe ihn hier schon am Finger. Ich bin schon ein großer Fan. Hier seht ihr auch die Farben und die Größen. Es gibt den Ring in 9 Größen und in 3 Farben. In matten Schwarz, in Gold oder in Silber. Hat eine Titanlegierung, dass er besonders resistent ist gegen Kratzer oder gegen Stöße. Und der Ring ist die eleganteste und auch dezenteste Möglichkeit, seine Fitnessdaten aufzuzeichnen. Und das eben auch beim Schlafen. Er ist besonders leicht, er wiegt gerade mal 2,9 Gramm, je nach Größe variiert es ein klein wenig, ist extrem leicht. Und es ist ja so, dass viele User oder Userinnen eine Smartwatch nachts ablegen und so ein Ring, der stört eben gar nicht. Ja, und das alte Sprichwort, ein gesunder Tag beginnt mit einem gesunden Schlaf. Das kann ich natürlich hiermit wunderbar aufzeichnen. Und in der App ist es dann so, dass mir mein Blutsauerstoff, meine Wachzeiten, meine REM-Schlafzeiten, all das aufgezeigt werden. Und am Schluss wird die Galaxy AI mir auch da eine kleine Empfehlung geben. Das ist das Schöne. In der Vergangenheit haben die Geräte mir Werte genannt, Fitnesswerte, Gesundheitswerte. Und jetzt ist es so, dass die Galaxy AI mir auch sagt, was ich damit anfangen kann. Die Galaxy AI sagt mir zum Beispiel, achte drauf, dass du regelmäßig zu denselben Zeiten ins Bett gehst und aufstehst. Das gibt deinem Körper Ruhe und sorgt dafür, dass du mit mehr Energie in den Tag starten kannst. Ja, hier seht ihr für das Galaxy Z Flip 6 unsere Flip-Suit-Cases und die haben ein ganz besonderes Gimmick und zwar hat man einmal hier diese Designplatte, in dem Fall hier Tom und Jerry und die wird vom NFC-Sensor erkannt und sorgt gleich dafür, dass ich den passenden animierten Lockscreen habe, also ein Wallpaper im gleichen Design und da gibt es dann ganz viele Möglichkeiten, das entsprechend anzupassen. Auch ein ganz interessantes Produkt. Hier hast du Informationen zu dem Produkt und das Display ist einerseits transparent, andererseits kannst du Sachen verdecken oder hervorheben, um zum Beispiel ja im Museum etwas, das Ganze ja viel interessanter und natürlich auch ausführlicher zu gestalten. Hier habe ich zum Beispiel jetzt den Blick in das Produkt, um Neugier zu wecken oder ich kann es halt auch komplett einmal wieder zeigen und halt auch, wie gesagt, Informationen über das Produkt aufzeigen. Ich denke, so wird der Museumsbesuch auf jeden Fall wesentlich interessanter, oder?
Was aber natürlich noch eine Nummer steiler und noch besser ist, ist dieses kleine Ding hier. Wo wir uns hier dreidimensional, das ist natürlich jetzt hier mit der Kamera schwer darzustellen, aber wir können tief da reingucken und man hat natürlich das Gefühl, dass man ganz tief in diesen Dschungel reingucken kann. Und dann kommen im Vordergrund Informationen eingeblendet. Das ist wirklich sehr, sehr räumlich dargestellt. Also wirklich sehr interessant. Ne? Und das nächste Fußballspiel wird dann schon mal ganz anders, wenn du zum Beispiel solche Informationen im Front eingebettet bekommst. Ich hasse ja Fußball, aber das ist schon irgendwie nett. Muss mal gucken, wann ich mir das Ding kaufen kann und ob mein Wohnzimmer überhaupt noch groß genug ist. Und natürlich der Liebling hier auf der Messe, das ist dieser kleine hier. Den müsst ihr euch unbedingt mal anschauen. Molly! Hey Molly! Come here! Hallo Luan, deine Energiepunkte für heute liegen bei 75, was 10 Punkte höher ist als gestern. Mach weiter so und halte ein gesundes Leben aufrecht. Danke, Molly. Hey Molly, can you show me the status of the device in the house? Sure, I will show you the status in 3D map view. So the 3D map view provided by Molly makes it very easy to check on all the devices and accounts. So Molly keeps the phone connected while it follows me around. It means I can even do a workout or cook or whatever you want to do. And with a button as simple as that, you can easily use it with a foot touch. That means your hands are always free and you can do simple things at once. Mitch, it's time to take your medicine. Thanks Molly, I almost forgot that. Natürlich kann ich euch nicht alle Produkte hier zeigen. Den Samsung-Ring, den teste ich jetzt auch gerade. Und in den nächsten Tagen kommt da auch meine vollumfängliche Review. Was haltet ihr von so einem smarten Kühlschrank und diesem kleinen rollenden Etwas da? Coole Geschichte, oder? Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.